Hallo und herzlich willkommen zu Formel 1 2013, Freunde. Und wir sind da, wo sind wir denn überhaupt einmal? Schauen wir mal in Kuala Lumpur zum zweiten Rennen in dieser Saison. Wir sind da gerade im Training und mit mir meine ich natürlich meinen Teamkollegen. Hallo Florian. Hallo. Ja, und das erste Rennen haben wir für uns entscheiden können, weil der Flo nicht einige Fehler gemacht hat, Gott sei Dank, weil sonst hätten wir da eh nichts gerissen. Und ja, schauen wir uns einmal kurz einmal an. Training haben wir 23%, Regen, Qualifying haben wir 0 und in Rennen haben wir auch 0 Flo, das ist gut. Ja. Bist du schon rausgefahren? Ja. Wunderbar. Mit der harten Mischung oder welche? Hart. Hart, okay, na, ich werde mich da jetzt gleich ausschließen. Ja, auf die Strecke schauen wir mal. In den ersten paar Runden nicht zu sehr pushen. Die Strecke ist noch glatt und hat wenig Grip. Ah, die Strecke ist glatt. Okay. Verstehe. Das heißt, da hat es geschneit. Da haben wir glattes. So, jetzt müssen wir erst wieder dran gewinnen, weil die letzte Aufnahme, das ist schon ein bisschen her. Und naja, das kann jetzt lustig werden, hätte ich gesagt. Hm? Vor allem, weil das ja auch meine Lieblingsstrecke ist. Deine Lieblingsstrecken ist das, okay. Nee. Ah, nicht deine Lieblingsstrecken. Die mag ich überhaupt nicht. Das ist gut für mich, ne? Wenn du diese Strecke nicht willst, dann... Huiuiui, dann ist das gut für mich, hätte ich gesagt. Denn jede Strecke, was der Flo nicht mag, ist mehr Chancen für mich, dass ich gewinnen tue. Gar nicht wahr. Ja, momentan muss ich ehrlich sagen, ist mein Auto nicht unbedingt das Beste, weil er rutscht schon mal dumm, wir fangen schon das auf. Ja. Das war knapp. Das war knapp. Ja. Achso, das ist die wieder mit den komischen Kurven, da ich weiß schon wieder, ja. Die, was ich nicht leiden kann, weil das ist jetzt die Kurven da dran. Wenn du da nicht aufpasst, dann... Bist du. Dann bist du wieder. Und jetzt ab in den Kies. Und das ist weniger gut. So, wie schaut's aus mit den Reifen? Oh, die sind schon schön grün, das ist gut. Gut, dann können wir jetzt schneller runtergehen. Bist du schon unterwegs auf der Schnee? Jawohl. Oh, cool. Ja, und wir haben auch gemerkt, dass wir das erste Rennen interessanterweise auf Amateur gefahren sind, gell Flo? Jawohl. Das war irgendwie merkwürdig. Wir haben eigentlich Profi, was ich mich erinnere, haben wir Profi eingestellt gehabt, gell? Ja. Aber irgendwie, keine Ahnung, was da passiert ist. Ah, das hat sich wieder zurückgestellt. Und mich hat das eigentlich auch gewundert, dass wir da im Rennen eigentlich teilweise im Computer da 2-3 Sekunden davor gefahren sind. Ich schätze mal, das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Weil jetzt haben wir wirklich auf Profi eingestellt. Jetzt haben wir dann einmal kontrolliert. Ja, und jetzt schauen wir mal, was das bringen wird. Hätte mich auch gewundert, wenn wir auf Profi so gut gewesen wären. Ja, aber wirklich jetzt, ich meine, das war überhaupt, dass ich so gut war gegenüber zum Computer, weil ich meine, ich bin ja nicht unbedingt der Rennspieler. Also das wird total interessant werden. Ja, Freunde, wir werden uns aber im Training auch nicht so lange aufhalten. Weil FI haben wir... das war ein scheißen Dreck. FI haben wir nichts, das heißt, ich werde da ein, zwei schnelle Runden gerade einmal hinbiegen. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir, dass wir gleich weiterkommen und da ins Qualifying. Oh. Und den Belohn da mitnehmen, das ist wichtig. Puh, 1,40, 1, sind wir erst ein Vogel? Ich habe keine Ahnung, ob das schnell oder langsam ist. Ja, das werden wir gleich sagen, weil ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Ich meine, gut, ich habe jetzt einige Fehler reingehauen. Nee, keine Chance, also. 1,44. Boah. Ja, ich habe da jetzt wirklich gravierende Fehler gemacht.
Aber schauen wir mal, jetzt kommt die heiße Runde von mir, oder nicht? Jetzt zählt es, alles oder nichts. Das war knapp, war das schon wieder bei 90 Kies raus. Du sollst doch auf der Strecke fahren, meine ich. Ja, eigentlich irgendwie habe ich das an mein Auto gesagt, aber das Auto will nicht so wie ich will. So. Dann schaut's ganz gut aus. Moment, dann schaut's ganz gut aus. So, jetzt einmal. Schauen wir mal. Jetzt die letzte Kurve noch gescheit erwischen. Der Bot hat das Bot. 38, 39, 40. 1,40, nein. Mehr so eine halbe Sekunde langsamer wie du. Musst du schneller werden? Bisschen. Schauen wir mal, dass wir schneller werden. Das gefällt mir, dass die Reifentemperatur gut ausschaut. Musst du doch auch wissen, alles nicht. Ja, natürlich ist es wichtig, aber... Jetzt bin ich eine Sekunde schon langsam, dass ich in der vorgehende Zeit, was ihm da passiert. Das kann ich knicken. Ja. Na gut, das heißt dann in die Box fahren. Fahrst du dann nochmal raus oder nicht? Ich werde einmal rausfahren, ja, ich möchte nur noch einige Einstellungen machen. Okay, fahr vorbei bei mir. Mal schauen, ob das was bringt, weil eine halbe Sekunde ist schon... Also eigentlich waren sie 800, 100 so, was ich hinter dir bin. 18. 18 habe ich gemeint. Wir sind da die blöde Boxen einfach da. Mal schauen mal da was hinter können an der ganzen Situation, weil das kann es ja nicht sein, dass du mir so drauf aufhörst. Das ist ja... Nein, Katastrowski! So wie es immer ist. Ja, das stimmt allerdings. Aber wir sehen, ich werde von Arena zu Arena werde besser werden. Oh ja, man glotzert in der Box. Auch nicht schlecht. Den hat jeder. Echt? Ja, den habe ich auch. Okay. Dann haben wir beide die gleichen, oder was? Ja. Okay. Das ist aber schade, dass du das nicht... Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Wir haben viele Autos sind draußen, sagt er. So, da muss der Mann ja auch raus. Probieren wir das einmal so. Und so. Und dann probiere ich das so. Ja, die lasse ich mal so. Und jetzt da noch das da rein. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich werde da auch einen Sorge und ja, schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, ob die Einstellung gut ist. Setzen wir diese Änderungen um. Na bitte, dann setzt das einmal um. Ja, es sind aber wirklich, es ist, glaube ich, jetzt ist alles draußen, was draußen sein kann. Ha? Ich sehe bloß keine. Wahnsinn. Na gut, wir müssen eh auf in Runde fahren. Ja, ich hab gesagt, fahren wir raus.
Schauen wir mal, ob wir da ein Stück näher zurückkommen zur Fluss in einer Zeit. Wenn ich da auf zwei oder drei Dings, na, wie sagt man, hinkommen tue. Was? Zehntel. Genau, wenn ich auf zwei oder drei Zehntel hinkommen tue auf der Bestzeit, dann bin ich zufrieden. Oh, Rosberg und Räikkönen, dritter und vierter, auch nicht schlecht. Alonso zweiter. Oh, jetzt ist der Alonso zweiter. Na, das hat er aber gut gemacht. Jetzt hat er mich gefragt, hallo, wieso verdrängt mit dir? Geht's noch? Hat der keiner angeschafft. So, schauen wir mal, ob die Einstellung jetzt besser ist. Mit den angefahrenen Reifen müsstest du eigentlich früher pushen können, wenn sie mal auf Temperatur sind. Na, dann schauen wir, ob er recht hat. Er meint nämlich gerade, dass er mit den angefahrenen Reifen schneller pushen kann. Das sagt er einfach. Ja. Ich glaube, ein paar Worte. So, jetzt gibt es noch mal eine schnelle Runde von mir und dann fahre ich in die Box. Ne? Von dir noch eine schnelle Runde, noch eine schnellere? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Das ist schon bisher ein Wahnsinn. Also die eine Linkskurve da, die was so bergauf geht, das ist eine blöde Kurve. Wenn du da nicht aufpassen tust, da, puh, da bricht das Auto sofort aus. Wow, das habe ich auch nicht gut gemacht. Viel zu spät bremst. So Flo, und jetzt geht's los, pass auf. Jetzt wirst du gleich lesen, Manikus. Okay, will ich auch. Ich auch. So, jetzt schauen wir mal, wie wir da gut rausgekommen sind. Kurzen Quersteher gehabt, sensationell. So, jetzt schauen wir, was das wird. Das ist wieder meine Lieblingskurve, die kann ich überhaupt nicht leiden. Aber ich glaube, der Quersteher, der hat mir schon eigentlich alles gekostet in der Runde. Ja, schauen wir mal. Oh, ich glaube, du fährst gerade vor mir. Das ist möglich. Nein, das bist nicht du. Ich fahr gerade in die Box rein. Oh, dann warst du es doch du. Ups! Siehst du? So gefällt mir das. 1,21 hinter dir. So gefällt mir das. Warte, lassen wir noch eine Runde kurz fahren. Ja. Ich möchte nur eigentlich die Boxen einfach üben, weil das ist ein bisschen Banane. Banane? Ja, weil da hast du nämlich, wenn du da reinfährst, hast du irgendwie so einen Muggel drinnen. Wenn du da nicht aufpassen tust, dann Abflug in die Botanik. Und das ist eher uncool. Ich werde mich eh beirren, ich gebe eh Vollgas. Extra nur für dich. Danke. Na, ich weiß, du bist ein sehr ungeduldiger Mensch. Warum auch immer. Das ist eine so eine blöde Kurve. Ja, bergauf. Ja. Ja, zuerst fährst du in so ein komisches Loch rein, ne, und dann geht's bergauf. Ja.
bin der Einzige auf der Strecke, ich sehe das richtig, alles an der Box. Hille. Was machen die dort? Pause. Tja. Pause. Das geht ja wohl gar nicht. Ja, der Muggel, den meine ich. Und wenn du da nicht aufpassen tust, bist du in der Leitplanken drin. So, 1.40.3 bin ich gefahren, 1.40.1 ist der Flug gefahren, ich bin hochauf zufrieden. Gutes Setup, glaube ich, habe ich jetzt gefunden und ich hoffe, dass es in Qualifi so weitergeht, Freunde. So, und jetzt schiebt es mit einem ein, ist Mechaniker. Hopp, hopp, zack, zack, schneller, schneller. So, dann hätte ich gesagt, Freunde, das war einmal das Training von Kuala Lumpur in Malaysia. Malaysia, stimmt das? Weiß ich nicht. Ja, wieso weißt du das nicht? Keine Ahnung. Wurscht, das war das Training von Kuala Lumpur. Und ja, sag ja Malaysia, ich bin nicht kein Otto, ich weiß nicht das. Ja, wir sehen uns wieder im Training. Oder beziehungsweise Training, sage ich schon. Hallo, was soll ich heute los? Mit dem Qualifying natürlich. Okay, Freunde, der Manikos und der Flo sagen ciao, ciao. Tschüss.